Für manche Menschen beginnt das Leben anders als erwartet und häufig ziehen sich diese tragischen Beeinträchtigungen durch etliche Jahre. So auch bei dem erst 14-jährigen Tegan, der seit seiner Geburt mit einer verheerenden Stoffwechselerkrankung kämpfen muss. Er konnte nicht richtig sprechen und auch seine Bewegungsfähigkeit war stark beeinträchtigt. Auch wenn es ihm von Jahr zu Jahr immer schlechter ging, erhielt er seine ganze Lebensfreude bei und begeisterte sich immer mehr für Motorräder. Einige Zeit später trennten sich jedoch seine Eltern und die Mutter Ashley musste ihren Job aufgeben, damit sie sich voll und ganz auf ihren kranken Sohn konzentrieren konnte. Leider schlug das Schicksal kurz danach zu und Tegan starb mit noch so jungen Jahren an seiner seltenen Krankheit. Die Eltern sammelten insgesamt $4.000 für die Beerdigung, doch was am besagten Tag passierte, hätte man wohl mit keinem Geld der Welt buchen können. Mehr als 30 Biker versammelten sich und eskortierten die trauernde Familie und den Sarg des Jungen. Tegan liebte Motorräder schon immer und ich glaube, dass ihm diese Zeremonie sehr gut gefallen hätte. Ich hätte mir nichts Schöneres für ihn vorstellen können, fügte die Mutter am Ende hinzu.